Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Wir sind immer noch ohne Welpen, das sage ich gleich mal vorweg. Die Welpen sind noch nicht da, die sind noch in Babybad drinnen von der kleinen Goldie. Wir haben heute schon Dienstag, also die Goldie ist ja am Freitag zu uns gekommen, oder? Freitag haben wir sie geholt. Freitag, oder? Doch, Freitag. Dann hast du am Samstag die Wurfkiste gebaut. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Schaut mal, der Papa hat eine Wurfkiste gebaut. Da kann dann die Goldie hier drinnen ihre Welpen bekommen. Nicht auf das schauen. Ich muss wieder Wäsche falten. Das ist Standard bei uns. Wie gesagt, hier ist die Wurfkiste. Da drinnen haben bisher schon mal die Emmy geschlafen. Die Goldie will da noch nicht drin schlafen. Aber wenn dann ihre Welpen da sind, glaube ich schon, dass sie dann hier schlafen wird. Ja, dann Sonntag, Montag und heute ist Dienstag. Und gestern hatte ich einen Kinderarzttermin mit dem Kleinen. Das hat mich ganz verträumt an, der ist nämlich schon müde. Hallo Bibi, bist du müde, ja? Ja, der ist nämlich schon ganz in der Früh wach geworden, als wir die Mädels für den Kindergarten fertig gemacht haben. Da habe ich ihn gestillt und jetzt ist er schon halber am Wegmützeln. Jetzt werde ich ihn gleich in die Babyschale reinpacken. Und dann fahren wir zum Tierarzt, weil wir heute einen Ultraschall machen lassen von der kleinen Goldie. Und mal schauen, wie viele Babys im Bauch sind. Ja. Oh. Er schläft einfach ein hier neben mir. So, da ist der Papa. Hallo. Und ja, wir würden sagen, wir machen uns mal gleich fertig. Wir können nur nicht mit dem großen Auto fahren, weil das ist kaputt. Ja, also das Auto ist kaputt, irgendein Zylinder ist kaputt und wenn wir so weiterfahren, dann ist Motorschaden fix drin. Aber heute kommt der Mechaniker zu uns nach Hause und repariert es hier bei uns, weil wir damit nicht fahren dürfen. Wir haben ja noch den kleinen Opel, mit dem fahren wir jetzt dann zum Tierarzt und unsere Waschmaschine ist auch kaputt. Kennt ihr das? Wenn ein Gerät kaputt geht, dann kommt gleich alles hintereinander, ne? Also unsere Waschmaschine ist kaputt und die ist nicht einmal so alt und wir finden die Rechnung nicht. Wir sind gerade mit dem, also wir hatten sie beim Saturn gekauft, aber Saturn gibt es ja nicht mehr, na, das ist der Mediamarkt jetzt und wir finden die Rechnung nicht, aber der Herr am Telefon, also vom Kundenservice, war sehr nett und schaut, dass wir die Rechnung jetzt irgendwie finden vom Markt direkt oder so, also vielleicht kriege ich so ein Duplikat. Mal schauen. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Aber jetzt fahren wir mal zum Tierarzt. So, wir sind schon im Auto. Diesmal mit dem kleinen Auto. Aber hat alles super reingepasst. Schaut mal, der Papa hat nun so einen Sitz umgestellt und da passt, wie heißt das? Die Transportbox super rein. Der kleine Philipp ist auch mit dabei natürlich. Und jetzt düsen wir schnell zum Tierarzt. Frauenarzt. Ja, genau. Kriegen wir ein Ultraschallbild. Schau mal, welches Geschlecht es ist. Da machen wir Gender Reveal Party. Ah ja, it's a boy. It's a girl. Naja, auf jeden Fall. Machen wir mit Ballons und dann, wenn es platzt, dann wissen wir dann, was das ist. Und wenn es gemischt sind, was machen wir? Der Papa. Rosenblau. Was ist Rosa? Rosa. Rosa. Und die erste gute Nachricht haben wir auch schon bekommen. Und zwar, wir haben einen Anruf bekommen vom Mediamarkt, der früher mal Saturn geheißen hat. Also von dieser Filiale, wo wir die Waschmaschine gekauft haben. Und sie haben die Rechnung gefunden. Yay! Und wisst ihr was? Wir haben sogar die Garantieverlängerung dazu gekauft. Und ja, deswegen super. Ich kriege jetzt die Rechnung per E-Mail zugeschickt. Und da es den Markt ja nicht mehr gibt, offiziell müssen wir uns an den Hersteller direkt wenden. Und ich bin gespannt, wie lange das dauert, weil ihr wisst Bescheid, wir haben 5 Kinder, wir sind 7 Menschen und ohne Waschmaschine, das wäre furchtbar schlimm, das wäre also mein Albtraum. In einer Woche haben wir keine Klamotten mehr. Nein, so schlimm ist nicht, wir haben schon viele Klamotten, aber dann würden wir lustig aussehen. Dann waschen wir Tag und Nacht, muss man 3 Schichten einstellen. Ja, scheiße. Aber Mann, ich hoffe, das geht schnell, aber mal schauen, jetzt warten wir mal auf die Rechnung und dann, ja, aber jetzt Konzentration auf die kleine Goldie. Wir sind ganz, ganz, ganz gespannt, wie viele Welpen uns erwarten. Vielleicht kann sie uns auch schon sagen, ob sie weiß oder sieht, wann es losgeht oder so ungefähr. Weil ja, sicher, vielleicht schaut sie den Mutterbund. Okay, das glaubst du? Ich weiß es nicht, aber ja. Ich war noch nie mit dem Hund zum Frauenhund. Spazieren mit eurem Hund nicht damals? Habt ihr euch einfach überraschen, dass so viel rauskommt? Ich halte die Mutter Natur.
Aha, okay. Na gut. Schauen wir mal, ob ich beim Arztblock. Ich schätze mal so 5 Stück. Du schätzt 5? Ich habe gesagt, es sind wahrscheinlich 4. Der Papa sagt 5. Mal gucken. Ja. Tja, hopp, alle hopp. Achso, ja, stimmt. Machst du rein? Hat was auch ein Pipi? Vielleicht ein kleiner Pipi? Ich glaube, das sind so viele Gerüche. Die Gold ist ganz brav. Ganz brav ist sie nicht. Sie ist wirklich brav. Reagiert auf alle Hunde ganz entspannt, auf alle Menschen. Du bist so brav. Ja. Ich glaube, das ist zum ersten Mal. Maus. Hi. Goldi. Das ist zum ersten Mal beim Arzt. Das ist zum ersten Mal beim Arzt. Aha, den können wir Ihnen schreiben. Das ist kein Problem, ja. Und was macht sie hier? Wir warten, wie viele Babys. Ihr wollt ja wissen, wie viele Babys hat. Ja. Ist so goldig. Der Kleine und ich mussten jetzt rausgehen, weil der Papa und die Goldie machen ein Röntgen. Das ist nicht so wie bei Schwangeren, dass das irgendwie schädlich ist. Und beim Röntgen hat er gesagt, da kann er besser sehen, wie viele es sind, weil es ein Bild ist. Und beim Ultraschall würden sie sich halt bewegen. Ja, deswegen wird jetzt ein Röntgen gemacht und deswegen bin ich mit dem Kleinen raus. Und ja, schauen wir mal. Oh mein Gott, 6 Stück und die liegen alle so querbank durcheinander, genau, oder wie? Also die Köpfe. 1, 2, 3, 4, da oben, 5 und 2 nur links, genau. Also 7. 6 oder 7? 6, 7. Ist einmal eine gute, wow, Annäherung. Jetzt wissen wir wenigstens ein bisschen eine Nummer, ne? Genau. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Also, der Arzt hat gesagt, 7 Stück, aber mindestens 6. Also man hat sie nicht man so hat der siebte war ja nicht so klar, so sichtbar. Also man hat vermutet, dass 7 sind, aber ich sag mal 100% sind 6 drin. Aber es könnte auch der siebte drin sein. Stellt euch das vor, wir würden alle behalten. Stellt euch das mal vor, wir machen das natürlich nicht, wir sind nicht irre, aber da drinnen im Bauch sind schon mal doppelt so viele Hunde, was wir zu Hause haben aktuell. Das ist ja... Sie? Ja. 7 plus 3 Hunde, das sind 10 Hunde. Habe ich schon einmal, ja. Und diese Wauzis, die leben dann bei uns so 2 bis 3 Monate, ne? 10 Schuhe werden gebissen, 10 Tischbeine werden... 10 Kackhaufen, 10 mal Urinflecken. Na okay, die Sophie und die Emmy und die machen Gott sei Dank schon draußen. Ja, das wird ein Spaß, ne? Besuch zu bekommen, wird wahrscheinlich so ein bisschen... muffig. Aber wir haben den Hühler. Wisst ihr, wir haben den Hühler, deswegen kann uns kein Urinfleck Angst machen. Der arme Hühler. Der arme Hühler, ja. Oh mein Gott, so oft so rechts. So spannend. Oh mein Gott, das ist wirklich spannend. Und er hat auf jeden Fall gesagt, es kann bald losgehen. Ja, weil das im Bauch so gesenkt ist. Erstens gesenkt und man hat gesehen, der ganze Bauch war voller Hunde. Schaut so skurril aus, wie sie denn da so drinnen liegen. So. Aber viele Köpfe. Oh mein Gott, das ist Leben da drinnen. Das ist so krass. Das sind, in ihrem Bauch sind viele kleine Hunde. Das ist so komisch. Da sind so viele. Wir haben ja schon, wir sind ja schon so ein Wunder, weil wir ein Kind in unserem Bauch oder 2 oder 3. Aber sie hat einfach mal so 6 oder 7. Stellt euch das mal vor. Heftig. Oh mein Gott. Ja. Na gut, mein Lieben, wir fahren jetzt mal nach Hause. Und ja, bis später. Bin gespannt, wie die Kinder reagieren. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause und haben auch was zum Essen mit nach Hause gebracht, weil wir heute leider nicht zum Kochen gekommen sind. Und jetzt verraten wir den Kindern, oder jetzt müsst ihr mal raten, wie viele Babys hat, glaubt ihr, die Goldie? 4. 3? 4? Ich glaube 3. 3. So, wer löst auf? Papa löst auf? Warte mal, noch einmal, wie viel hast du gesagt? 3. 4.
Lade auch drei. 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 Also, ihr dürft noch mal ran. Aber ein bisschen höher. Alter. Zehn. Sie haben. Du willst reden. Nein. Nein. Es sind mindestens sechs. Es können sogar fast sieben sein. Also vielleicht sieben, aber sechs auf jeden Fall. Stell dir vor, wir haben dann zehn Hunde. Zehn Hunde! Mama, ich möchte es neu sagen. Nein, wir müssen es neu sagen. Ich glaube, die haben drei Hunde und ich glaube, die haben drei Hunde. Sechs. Sechs Babys im Bauch. Aber ich glaube, sieben hat der Arzt gesagt. Aber ich war noch nicht sicher. Ich zeige euch dann das Bild. Wir haben nämlich ein Röntgenbild. Das siebte Foto war nicht so. Also, das siebte Baby war nicht so sauber zum Sehen. Hey, meine Lieben, ich habe. Es ist jetzt nicht mehr geschafft zu vloggen. Ich habe am Nachmittag nämlich ein bisschen was an Arbeit am Computer gehabt. Deswegen, ja, war jetzt nichts mehr besonders Spannendes. Ich war am Computer, der Papa war dann kurz draußen mit den zwei Mädels, also Lara und Luisa. Der hat Kartoffeln eingepflanzt und danach ist er noch schnell mit dem Fahrrad gefahren, hier ein bisschen. Ja, und wie gesagt, ich habe hier heute Office-Kram und so weiter erledigt. Jetzt ist schon Abend und wir sind eigentlich schon bed-ready, deswegen wollte ich mich eigentlich jetzt wieder mal vom Vlog verabschieden. Ich habe mich auch schon abgeschminkt, wie ihr sehen könnt, und werden wir den Kleinen schnappen, der jetzt kurz beim Patrick ist. Der hat ihn jetzt mir ganz kurz genommen, dass ich hier Tschüss sagen kann. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es bleibt spannend. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt und war ein schöner Tag auch zu sehen, dass es den Babys gut geht und die kleinen Hundebabys natürlich. Und ja, dass es bald losgehen kann und wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sind. Na gut, bis zum nächsten Mal, mein Lieben. Bis dann. Tschüss.